Ja, hallo wieder hier beim Bruno. Das ist jetzt der zweite Teil unserer kleinen Interviewreihe. Bruno ist jetzt seit knapp anderthalb Jahren hier in Cebu City. Und wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, guckt den euch hinten an. Und der dritte Teil, der kommt dann anschließend. Aber kommen wir hier zum Bruno. Freut mich, dass ich dir wieder Fragen stellen darf. Sehr gerne. Und diesmal direkt fangen wir mal an. Was vermisst du denn von deiner alten Heimat am meisten? Ja, da sind natürlich gegebenermaßen viele kleine und größere Dinge. Aber was ich wirklich stark vermisse und jede Nacht vermisse, ist die Möglichkeit, ohne Ventilation oder beziehungsweise Aircondition bei rund 20 Grad Zimmertemperatur ein- und durchzuschlafen. Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Das habe ich etwas unterschätzt, ehrlich gesagt. Weil ich bin jetzt, ich persönlich bin etwas anfällig auf Erkältungskrankheiten, speziell wenn einer Aircon in meiner Nähe dann die kalte Luft mir in die Nase bläst. Aber das ist nun nochmal so. Ja, was mir auch etwas fehlt manchmal, das Wenige, das sind eigentlich die vier Jahreszeiten. Die verschiedenen Jahreszeiten mit ihren eigenen Natur, Speisen und Wetterausprägungen, das fehlt mir ab und zu auch. Ein weiterer Punkt, den ich unterschätzt habe, ist, dass die Kommunikation und die Interaktion mit der einheimischen Bevölkerung sehr oberflächlich oder gar nicht stattfindet. Selbst in der Familie meiner lieben Frau wird nicht vertieft und reflektiert über ein Thema gesprochen. Das liegt natürlich daran, dass bei den Durchschnittsfilipinos die Englischkenntnisse nur sehr rudimentär vorhanden sind und dass es mit Bildung, Interesse am Weltgeschehen oder kultureller, was auch immer, sportlicher oder künstlerischer Beschäftigung halt nicht weit her ist. Ohne das abwertend zu meinen, möchte ich einfach sagen, dass die Filipinos halt andere Probleme haben als wir Westler, die sich eher um die und ihre Probleme, die drehen sich eher um die Befriedigung der Primärbedürfnisse. Das ist ein bisschen das Problem. Man vermisst es halt dann manchmal, den Austausch. Selbstverständlich gibt es natürlich auch gebildete, beflissene Filipinos in beruflich guten Positionen. Nur kommt man mit denen in der Regel nicht im Alltagsleben in Kontakt. Ich muss es jetzt ein bisschen fast böse sagen, aber es ist so, ehrlich gesagt, wäre ich ohne meine Schweizer und deutschen Kontakte und Freunde hier geistig etwas unterfordert. Ohne, ja, ich möchte nicht werten, wirklich. Ich meine, ich habe ja die Filipinos wirklich gerne, die sind liebe, offene Menschen, aber Tiefe zu finden, das ist schwieriger als bei uns. Das ist schwieriger, da gebe ich dir recht. Der Bildungsstandard hier ist einfach ein bisschen niedriger und eben für uns ist es dann schwer, Gesprächspartner zu finden. Genau. Gab es denn Momente, in denen du darüber nachgedacht hast, eben zurückzukehren? Also definitiv in die Schweiz zurückzukehren ist natürlich für mich keine Option mehr, zumal ich ja auch jetzt noch meinen 92-jährigen Vater hierher nach Cebu in unser Haus geholt habe, um ihm in seiner letzten Zeit ein bisschen zur Seite zu stehen. Und während seiner Lebenszeit ist dann eine Rückkehr also sowieso nichts zu denken. Hingegen hat meine Frau als ausgebildete Krankenschwester reelle Chancen auf einen guten Job in der Schweiz später. Und unser mittelfristiges Ziel lautet also, meine Homebase bleiben die Philippinen, während meine Frau einige Jahre in der Schweiz arbeitet und dort auch leben wird. Und so kann ich dann switchen, einige Monate hier sein im Jahr zum Beispiel. Muss man wirklich wissen, dass die Monate März, April einfach so wahnsinnig heiß und trocken sind, dass man dann wirklich, ich zumindest, dann fast lieber in Mitteleuropa wäre. Und deshalb gibt es mir dann so ein bisschen die Möglichkeit, in der Schweiz zu leben. Ja. Meine Frau wollte ja schon in Europa arbeiten, bevor wir uns kennenlernten. Und sie hat ihren ganzen Fokus betreffend Ausbildung und auf dieses Ziel hingerichtet und es steht mir auch aus diesem Grund nicht zu, ihr das jetzt zu verwehren und so können wir da einen guten Dreh finden. Also wer jetzt denkt, sieht doch gar nicht so heiß aus, also hier, da hängt Kannst das mal den Thermometer filmen. Das blende ich euch mal gerade ein, 33 Grad, also ich finde es angenehm. Also für euch in Deutschland wäre das wahrscheinlich schon wieder Klimakatastrophe, aber... Nee, jetzt ist es okay. Wir sind hier wirklich voll am Schatten. Wir sind nicht an der Sonne. Ich kann nur raten, wer in den Philippinen lebt, der kauft sich bitte einen batteriebetriebenen Fan. Das ist dein bester Freund.
Genau. Ja. Nicht, dass du ihn mir jetzt so und nicht der kostet, sowas kostet hier 10 Euro im Versandhandel oder vor Ort. Aber zurück zu den Fragen an Bruno. Ja, hast du denn neue Freunde und soziale Kontakte dann hier schon gefunden? Hatte eine sehr gute Starthilfe von einem schweiz-philippinischen Ehepaar, die schon 30 Jahre hier leben, in Talisay, ganz nahe von deinem Haus, welche mich eigentlich auch gleich mit dem sogenannten Inner Circle der Schweizer Diaspora auf Cebu City ein. Die hat mich dort gleich eingeführt. Ah. Und es existiert hier auch ein Club, der nennt sich Swiss Friends Cebu. Und klar, die meisten Mitglieder dort sind schon etwas älter, teils über 20, 30 Jahre hier, verheiratet mit Familie, mit eigenen Kindern. Und mit diesem Swiss Cebu Club trifft man sich zweimal im Monat zum Essen und Austausch. Und ich als Neuankömmling und fast Benjamin in der Gruppe mit meinen knapp 60 Jahren habe dort sehr, sehr viele gute Tipps, Kontakte, hilfreiche lokale Vorgehensweisen gekriegt und welche meine Integration hier im Alltags und die Alltagsbewältigung enorm erleichtert. Also muss ich doch dann gleich mal schauen, dass ich da vielleicht auch mal Videos mache, damit ja, ihr wisst, können wir probieren, wo ihr euch hinwenden könnt, aber benehmt euch bitte, weil wir als Deutsche, ja, wir sind ja nicht immer so freundlich wie die anderen, die Schweizer und Österreicher. Hast du jetzt gesagt. Ja. Nein, und natürlich muss ich dazu noch sagen, dass ich selbstverständlich auch mit der Familie meiner Frau gut vernetzt bin und wenn irgendwas wäre oder gerade wenn dann meine Frau nicht im Land ist, da würde ich dort sofort jegliche Unterstützung, die ich brauche, erhalten. Das natürlich. Stimmt, das stimmt. Genau. Ja, kommen wir mal dazu, was sind denn so kulturelle Unterschiede, die dir hier eben in den Philippinen am meisten aufgefallen sind? Ja, lieber Götz, da könnte man, glaube ich, ein eigenes Interview über 2 Stunden darüber führen. Machen wir es kurz. Also ich versuche mich möglichst kurz zu halten, aber man lebt hier wirklich in einer kulturell total anderen Welt. Das ist einfach mal grundsätzlich. Am meisten fallen uns Wester, denke ich, die Gelassenheit und die damit hereingehende Gleichgültigkeit der Filipinos auch auf. Man nimmt selbstverständlich in Kauf, täglich mit dem Auto für 5 Kilometer Fahrstrecke 1 Stunde oder mehr zu investieren. Für offizielle, einfach zu erhaltende Dokumente zum Beispiel steht man stundenlang in einer Schlange. Klammer, meine Frau, die benötigte 5 nachmittagsfüllende Termine bei verschiedenen Amtsstellen, nur um meinen Fahrzeugausweis, welcher verloren ging, auf meinen Namen zu erneuern. Also es ist unglaublich, die Ineffizienz und Kundenfreundlichkeit, das sind hier Fremdworte. Ja, wobei, schauen wir uns Europa an, das kommt auf euch zu. Also wenn ihr schon mal üben wollt, kommt ein bisschen in die Philippinen, genau. Ja, bereitet euch auf das kommende Leben in Europa vor. Dafür sind die Philippinen wirklich gut geeignet und hier braucht ihr keine Klimaanlage, es sei denn, euch machen 33 Grad zu schaffen. Ja, ja. Okay. Oder ja. Vielleicht, wenn ich noch 2, 3 ja. Sätze sagen kann dazu, kulturelle Unterschiede ist auch die Kenntnisse, zum Beispiel Verkaufspersonal in Shoppingcenter, die haben keine Ahnung über die Produkte, die sie verkaufen oder Fragen werden nicht verstanden und oder können einfach nicht beantwortet werden oder werden aus Scham falsch beantwortet, damit sie sich keine Blöße geben müssen. Und es ist eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, weil bei rund 450 Euro Grundlohn im Monat würde ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr für meinen Beruf interessieren, als das einfach das absolut Nötigste. Ja, und grundsätzlich braucht man einfach hier für alles viel, viel mehr Zeit, Nerven und Geduld und nicht zuletzt auch immer Geld. Es kostet immer jedes Papierchen, jedes Dokumentchen kostet etwas. Für alles und jedes gibt es ein Papier, ein Beleg, Dokumente, Formulare, die lieben das. Und immer kostet es etwas Geld. Und ja, und was ich noch vergessen habe, das ist auch, wie du vorhin gesagt hast, ein Trend in Europa jetzt, aber hier ganz extrem, hier läuft nichts ohne Smartphone. Aber wirklich nichts. Jeder und jede ist permanent am Handy, selbst in der Warteschlange, bei der Kasse, während dem Autofahren oder Motorradfahren, während dem Überqueren der Straßen, die sind immer am Handy. Aber über all dem muss wieder gesagt sein, kultureller Unterschied, die Leute sind gut drauf, lächeln,
freundlich, relaxed. Ich habe in meinen 15 Monaten hier, ehrlich gesagt, noch nie einen entnervten Filipino gesehen, der sich irgendwie da aufregt oder da rumpöbelt. Noch nie. Das ist extrem selten. Also, mal, wenn ich zurückdenke, ich weiß auch nicht, die kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Mm. Ja. Nächstes Thema ist dann, du als Schweizer, ich als Deutscher. Wir sprechen hier natürlich vor allem Englisch, aber es gibt natürlich lokale Sprachen. Wie hast du dich jetzt an diese neue Sprachsituation angepasst? Ja, ehrlich gesagt, bis jetzt noch gar nicht. Meine Frau und einige Familienmitglieder, die reden sehr gut Englisch. Und sie ist ja dann halt auch diejenige, die in der Landessprache mit den Leuten redet, wenn es gefragt ist oder für mich, die mir die Dinge hier den Rücken frei hält. Und, aber in dieser Hinsicht habe ich Nachholbedarf und wir haben jetzt so ein kleines Spiel gemacht, dass jetzt ich jeden Tag versuche, mir einen Visayan-Satz zu merken und sie sich einen deutschen. Wobei sie geht noch in die Schule, sie hat Deutschkurs, meine Frau, und ich mache es einfach mit ihr. Aber es ist sehr schwierig, sich die Visayan einzuprägen, vor allem wenn man nicht mehr 15 Jahre alt ist und das Hirn noch nicht mehr so schnell lernt. Das stimmt. Aber da habe ich tatsächlich noch einiges. Deswegen versuche ich jetzt mit einzelnen Wörtern, die man hier häufiger hört, das ja in deinem Video. Auf meinem Kanal halt Videos, wo ich erkläre, was heißt es, und eben auch versuchen, eigene einzelne Worte eben mir beizubringen, aber es braucht einfach viel mehr Zeit, weil grundsätzlich spricht hier jeder Englisch mit dir. Ja, also, ja, eben. Ja. Man kommt mit Englisch durch, aber so, ich habe vorhin gesagt, oder sobald du dann etwas reden möchtest, dann ist dann auch beim Englisch wieder fertig, oder bei 90%. Oder bei der Verständnis, beim Verständnis des Themas. Genau. Ja, danke für den zweiten Teil des Interviews, nicht so lang. Es wird noch ein dritter, letzter Teil kommen, da gehen wir dann auf die andere Terrasse. In die Lounge. Und für heute wieder danke fürs Zuschauen und an Bruno für die Möglichkeit. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Fragen bitte immer in die Kommentare und das Video schreiben. Und den Kanal bitte auch abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich im dritten Teil auch wieder. Tschüss von mir und von Bruno. Tschüss, bis dann. Tschüss.